Wissenschaftler haben auf der Venus möglicherweise Hinweise auf Leben entdeckt. In den Schwefelwolken des Planeten stießen sie auf das Gas Monophosphan. Die Verbindung wird auf der Erde von Mikroorganismen erzeugt, zum Beispiel in Sümpfen oder Reisfeldern. Der Fund könnte darauf hindeuten, dass es einmal Leben auf dem Planeten gab oder noch gibt. Wenn sich herausstellt, dass das Monophosphan in der Atmosphäre tatsächlich von Mikroorganismen produziert wird, dann müssten das Organismen sein, die sich an extreme Umweltbedingungen angepasst haben. Sie müssten extrem sauren Bedingungen widerstehen, denn die Atmosphäre der Venus besteht zu einem großen Teil aus Schwefelsäure. Solche extremophilen Organismen wurden auch schon auf der Erde gefunden. Die Venus ist der Planet in unserem Sonnensystem, der der Erde am nächsten ist. Er ist eingehüllt in einer Atmosphäre aus giftigen Gasen. Sie sorgen für einen sich selbst verstärkenden Treibhauseffekt. Auf der Oberfläche herrschen daher bis zu 470 Grad Celsius. Die Wissenschaftler nehmen aber an, dass der Planet vor hunderten Millionen Jahren durchaus erdähnliche Bedingungen geboten haben könnte.